Hallöchen Leute und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von The Last of Us. Jupp. Wir sind im Krankenhaus. Die Firefly haben uns sowas von verarscht. Es geht überhaupt nicht. Und wir wollen Ellie wieder haben. Und ich mache mich gerade, ja, sowas von auf den Weg. Die wird gerade für eine OP vorbereitet. Marlins Aufzeichnungsgerät 1. Abspielen. Zu Ende sein. Ja, da haben wir aber was dagegen, würde ich sagen. So. Mit Sturmgewehr bewaffnet. Oh, müssen wir hier lang? Nee. Moment. Ach, vorne. Da lang? Nee, auch nicht. Na super, jetzt mache ich mich hier auf zur epischen Rettungsaktion und verirre mich erstmal im Krankenhaus. Na, das ist natürlich auch da. Ah, da geht's durch. Da erscheint auch Licht. Also machen wir uns doch mal hier lang. So. Ziegelstein. Wer weiß, vielleicht können wir ja nach dem einen oder anderen Firefly mal so ein bisschen den Schädel verbiegen. Bock drauf hätte ich ja, muss ich ja sagen. Okay, hier ist auch nichts mehr. Überall nur leer. Leer, leer, leer. Alles leer. So, was haben wir hier? Sachen. Medikit. Medikit ist mir jetzt ausnahmsweise mal lieber als Molotow und Messer können wir noch machen. Okay. Weiter geht's. Gut, aber da stehen bewaffnete Leute. So, scheiß drauf, Attacke. Mach's gut, mein Freund. Ah ja, so, jetzt hat's ihn erwischt. Oh, gleich zwei hat's erwischt. Cool, so, jetzt lass mal die rankommen. Und dann mache ich sie fertig. Und dann mache ich sie sowas von fertig. So, gleich die nächste. Und tschüss, mein Freund. So, jetzt kommen wir erstmal hier in das Krankenzimmer. Hier haben wir noch ein bisschen was zum Heilen. Wow, das sieht gerade extremst gruselig aus, egal. Da steht er. Könnte ich natürlich jetzt probieren, von hinten zu messern. Und zwar, wenn er jetzt nach vorne kommt. Komm mal her, mein Freund. Komm, komm. Jawohl. So, egal, die anderen haben uns gesehen. Wurst. Ja, du Drecksau, du selber bist eine Drecksau, mein Freund. Oh.
noch irgendwo welche? Ah, da hinten. Okay, da sitzt noch einer. Wir machen mal das Licht aus, dann sieht er uns nicht. So, okay. Ah ja, da bin ich drin, okay. Da ist er, da ist er, da ist er. Ich sehe ihn. Ja, egal, dass du mich siehst. Tschüss, mein Freund. Zwei sind's noch. Egal, die haben uns gesehen, Licht an. Brust. Da sitzt er. Tja, ich würde sagen, mein Freund, brenn! Oh, hat sogar beide erwischt. Coolio. Tja, muss ich doch mal die Trainingsbücher geladen. So, okay. Wir kommen, Ellie. Wo geht's jetzt weiter? Das ist jetzt die große Preisfrage, aber ich glaube hier hinten. Hier lang? Hier waren wir doch. Moment, hier komme ich doch her. Ach so, hä? Huch. Okay. So, gut. Oh. Da hinten. Hier ist noch eine Tür. Was haben wir da? Marlins Aufzeichnungsgerät 2. Abspielen, würde ich sagen. Ja, okay. So, wir kommen, Ellie. Wir sind da. Hier ist sie drin. Was machen Sie hier? Was ich hier mache, mein Freund. Was ich hier mache. Ich vom Acker, du Blöder. Und ihr habt geholfen. Was haben Sie vor? Penner. Komm her. Komm her. Ich hab dich. Ich hab dich. Mist. Zurück! Mist! Ich hol dich heraus, Kleine. Ihr kriegt sie nicht. Vergesst es. Nein, da lang. Da, der Aufzug. Schnell! Ich sag jetzt zurück!
Du kannst sie nicht retten. Selbst wenn du sie hier rausschaffst, was dann? Wie lange, bis sie von ein paar Klicken in Stücke gerissen wird? Oder bis sie vergewaltigt und ermordet wird? Das ist nicht deine Entscheidung. Sie wollte das. Du weißt es. Hör zu. Du kannst hier immer noch das Richtige tun, Joe. Sie wird gar nichts spüren. Tja, wie hat Joel sich entschieden? Also ich hätte Ellie nicht hergegeben. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Ich hätte sie nicht geopfert. Und Joel hätte sie auch nicht geopfert. Bleib einfach liegen. Betäubung wirkt noch. Was ist passiert? Wir waren bei den Fireflies. Es gibt noch viel mehr Leute wie dich, Ellie. Sie sind auch immun. Es gibt Dutzende von ihnen. Es hat aber rein gar nichts gebracht. Wir haben aufgehört. Aufgehört, nach einem Heilmittel zu suchen. Fahren nach Hause. Tut mir leid. Warte! Tu das nicht! Bitte. Du würdest ihm nur folgen. Eiskalt, der gute Mann, das muss man ihm wirklich lassen. Hartnäckig und verfolgt seine Ziele. Marlene ist tot. Eiskalt ins Gesicht geschossen. Wir müssen wohl laufen. Ich glaube, dass Joel das nicht verkraftet hätte, Ellie zu verlieren. Ich meine, was die alles zusammen erlebt haben, das ist der pure Wahnsinn. Pass auf deinen Kopf auf. Die ganzen Klicker, das mit Sam und Henry, mit Tess. Die ganzen Leute verloren. Ich glaube nicht, dass Joel das ertragen hätte, da auch noch Ellie zu verlieren. Sarah und ich sind viel vorgewandert. Sie war fit. Ich musste mich anstrengen. Ich glaube, ihr hättet euch gut verstanden. Ich glaube, du hättest sie gemacht. Du hättest ihr gefallen. Ja. Oh. Da. Was da? Es ist nicht mehr weit. Ja. Aber dass er die natürlich angelogen hat jetzt in der Hinsicht. Ich weiß nicht, ob Ellie das gemerkt hat. Ich glaube ehrlich gesagt schon. Ich helfe dir. Also, dass es Dutzende von denen Immunen geben soll. Okay, na komm. Hey, warte. Damals in Boston. Als es mit dem Biss war. Da war ich nicht allein.
Meine beste Freundin war da. Sie wurde auch gebissen. Wir wussten nicht weiter. Und sie hat gesagt, sitzen wir es aus. Weißt du, wir reden noch ein bisschen und sterben dann zusammen. Tja, ich warte immer noch drauf. Ihr Name war Riley und sie musste zuerst sterben. Und dann war es Tess. Und dann Sam. Nichts davon ist deine Schuld. Nein, du verstehst das nicht. Ich hatte viele Probleme mit dem Überleben. Aber was auch passiert. Und man findet etwas, wofür es sich lohnt zu leben. Und ich weiß, dass du das jetzt nicht hören willst. Schwör es aber mir. Es... Schwör mir, dass alles, was du über die Fireflies gesagt hast, wahr ist. Ich schwör's. Tja, Leute, das war's mit The Last of Us. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, euch das Spiel zu zeigen. Vielen Dank an alle, die sich das jetzt hier angeguckt haben oder noch angucken werden. Und es war eine wahnsinnig tolle Geschichte, die erzählt wurde von Ellie und Joel mit viel Spannung, viel Action, mit Trauer, mit ich weiß nicht mit was allem noch. Es war wirklich der helle Wahnsinn. Also Naughty Dog hat da echt was erschaffen, was echt der Hammer ist. Also das muss man wirklich mal sagen. Großes, großes Kompliment da auch an die Leute, die da hier mitgearbeitet haben. Und ich hoffe ja, es wurde ja jetzt schon gesagt, dass weitere The Last of Us Spiele kommen sollen. Ich hoffe ja, man sieht Ellie und Joel irgendwie nochmal wieder. Die Geschichte mit den beiden soll ja zu Ende sein. Ja, ich hoffe, man sieht sie irgendwie wieder. Das wäre schön, weil ja, irgendwie sind die beiden mir dann doch ziemlich ans Herz gewachsen. Genauso wie am Anfang Tess, die wirklich eine echt taffe Frau war und die dann aber wirklich sich heldenhaft auch geopfert hat. Oder Sam, der einfach, ja, auch ein bisschen unter seinem großen Bruder oder mit seinem großen Bruder zu kämpfen hatte. Und das war schon Wahnsinn. Wie viele krasse Sachen, die ganzen Bloater, Klicker, die Sache mit David in dem Winterdorf, die Hunter in der Stadt mit ihrem Jeep. Es gab wirklich in jeder Episode jetzt von diesem Let's Play irgendwelche krassen Momente. Man hatte nie Ruhe, ständig musste man gucken. Und jetzt am Ende muss ich sagen, ich war echt froh, dass ich diese ganzen Vorräte noch hatte. Also ich habe wirklich so gut wie alles rausgeballert. Ich glaube, ich hatte am Ende noch 3 Rauchbomben oder so, aber das war es auch schon. Und ja, am Ende muss man sagen, die Fireflies sind kein Deut besser als irgendwie diese Hunter oder so. Klar, sie rechtfertigen das irgendwie mit, ja, wir tun's für die Menschheit, aber ganz ehrlich, was ist denn noch übrig von der Menschheit in dem Spiel? Nicht mehr viel. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch sehr viel Spaß gemacht. Wenn ihr Lust habt, dann ja, schaut doch mal auf meinen Kanal und schaut mal, was ich noch so spiele. Vielleicht gefällt euch ja davon auch noch was und dann, ja, bin ich froh drüber. Gut, nochmal ein ganz großes Dankeschön, dass ihr mich auf dieser Reise durch The Last of Us begleitet habt. Und ich hoffe, wir sehen uns, wie gesagt, noch einmal wieder. Mich würde es freuen. Und ich verabschiede mich jetzt schon mal. Ich lasse hier noch die Credits durchlaufen. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Let's Play. Ich bin immer noch Cypher Squad LP und ich hoffe, es hat euch so viel Spaß gemacht wie mir. Macht's gut. Ciao.